möchte ich euch Fragen beantworten, die ihr gestellt habt, und euch Sachen erzählen, die ihr nie fragen würdet. Als erstes muss ich nochmal klarstellen, dass ich meine Videos verpixeln muss. Ich mache das nicht freiwillig. Seit August 2014 ist das gesetzlich festgelegt. Personen und Kennzeichen dürfen nicht erkennbar sein. Ansonsten dürfte ich gar keine Videos hochladen und ihr auch nicht. Jetzt könntet ihr noch fragen, warum verpixel ich das halbe Bild und nicht nur gerade mal die Kennzeichen und vielleicht ein Gesicht, weil es einfach in keinem Verhältnis steht. Wenn ich jedes kleine Kennzeichen da ausschneiden würde und das verpixeln müsste, das wäre eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Achtung, der LKW-Fahrer in diesem Video hat ein Handy in der Hand und filmt während der Fahrt. Das ist unverantwortlich und streng verboten. Macht das nicht nach. Oh Leute, ich weiß es doch. Scheißt euch nicht ein. So. Hallo Leute, ihr habt gefragt, was ist das für ein Geräusch? Jetzt wisst ihr, das ist eine fünfstufige Dauerbremse. Die ersten drei Stufen sind Drosselklappe, die letzten zwei Stufen sind Retarder. Und so kann man diesen LKW verschleißfrei zum Stehen bringen oder fast zum Stehen bringen. Umso mehr Drehzahl man hat, desto stärker ist auch die Bremskraft. LKWs ab 9 Tonnen müssen mit sowas ausgerüstet werden und Busse ab 5,5 Tonnen, glaube ich. Wenn ich die nach unten bewege, jede Stufe bremst den LKW stärker. Und wenn man die Drehzahl noch erhöht beim Bremsen, dann bremst er noch stärker, weil höhere Drehzahl heißt stärkere Bremskraft. Das wollen wir hier praktischerweise mal gerade probieren, zeige ich euch das mal. Zwar ohne Licht und so, weil ich muss ja hier irgendwie hin. Auf den Blinker verzichte ich jetzt mal, also bitte keine bösen Buhrufe als Kommentar. Und werde hier jetzt Stufe 1. Er legt nach der Segelfunktion wieder den Gang ein. Stufe 2. Ich schalte jetzt mal zwei Stufen runter, oder drei Gänge sogar. Vom 12. den 9. Wir fahren hier gerade auf eine Raststätte zu. Ich schalte nochmal zwei Gänge runter. Macht er gar nicht. Bin gerade noch auf Stufe 2 gerade mal. Ich kann jetzt noch zwei Stufen runterschalten oder drei. Die Bremse. Und kann jetzt hier über die Raststätte rollen. Ich könnte jetzt noch weiter runterschalten. Machen wir auch. Jawohl. So. Und ohne überhaupt irgendwas an Bremsbeläge verschlissen zu haben, fahre ich hier jetzt mit 20 über die Raststätte. Ist eigentlich ein recht tolles System. Wenn man es richtig macht, dann braucht man kaum noch Bremsbeläge. Am wichtigsten ist diese Funktion natürlich in den Bergen. Wenn man da mit 20, 30, 40 Tonnen die Berge runterkachelt und man würde die ganze Zeit auf der Fußbremse stehen, dann hätte man ratzfatz seine Scheibenbremsen da hinten ausgeglüht. Das wäre natürlich nicht von Vorteil, denn diese Dauerbremse, die macht da schon, die nimmt einem da schon eine ganze Menge ab, dass man kaum auf der Bremse stehen muss. Heutzutage. Früher war das noch nicht so. Ich zeige euch das mal kurz. Tempomat aus. Erste Stufe Retarder. Zweite Stufe. Schalten wir mal drei Gänge runter. Geht die Drehzahl hoch. Bremskraft verstärkt sich. Bremse noch eine Stufe, schalte drei Gänge runter, dann nur zwei, je nachdem was er annimmt. Letzte Stufe Retarder, noch zweimal anhalten, runterschalten und wusch. Machen wir auch nur noch 10 und wieder los. Ich kann hier ja nicht einfach so stehen bleiben. LKW dürfen auf Bundes- und Landstraßen nur 60 km/h fahren. Wenn ihr also mit 75, 80 hinter einem LKW herfahrt, dann riskiert der LKW-Fahrer schon Strafe. Außerdem habt ihr gefragt, woher weiß ich, dass dieser LKW, der mich jetzt überholt, dass der beladen ist und ich leer. Also dass ich leer bin, weiß ich ja natürlich. Aber ich fahre immer nur 85 auf der Autobahn. Damit bin ich schon ein ziemlicher Schleicher, denn die meisten fahren 89, 90. Das ist alles noch im Rahmen. Und er wird jetzt langsamer. Ich bin 85 gefahren, er 90. Er wollte mich überholen. Es geht aber, kommt eine Steigung. Und er wird langsamer, hat keine Kraft mehr, kriegt das Gewicht da nicht hoch. Er fährt vielleicht mit 40 Tonnen, ich sehe es ja nicht wie viel. Aber ich bin leer, ich komme natürlich die Berge locker rauf. Also gebe ich Lichthupe, weil er war ja schon an mir vorbei. Lass ihn einscheren, ziehe raus und gebe Gas und fahre gemütlich und locker mit 85 wieder an ihm vorbei, weil er jetzt vielleicht nur noch 60 oder so fährt. Denn in den Bergen, da fallen LKWs schon mal auf 30 km/h runter, wenn sie steil genug sind die Berge und voll genug beladen sind die LKWs. LKW-Fahrer müssen Lenk- und Ruhezeiten einhalten, also maximal 4,5 Stunden am Stück fahren
Dann musste 45 Minuten Pause erfolgen, 9 oder 10 Stunden am Tage im Ganzen höchstens fahren. Und dann, wenn sie angefangen haben zu arbeiten, müssen sie nach spätestens 13 bis 15 Stunden, kommt auch drauf an, muss dann der Hammer wieder fallen und die müssen stehen bleiben. Also wenn dann so ein LKW eine Dreiviertelstunde mal wieder in so einer Bushaltestelle steht, dann braucht ihr nicht dran vorbeifahren. Der macht das nicht freiwillig, sondern weil das muss. Denn die Strafen für überzogene Zeiten muss ein LKW-Fahrer selber zahlen. Und da ist ein Parkticket in der Bushaltestelle zum Beispiel immer noch um einiges billiger als die Zeit zu überziehen. LKW müssen 50 Meter Sicherheitsabstand einhalten, ansonsten gibt es Punkte und Strafe. Das ist natürlich alles Käse, von daher verstehe ich nicht, warum es solche Arschlochkollegen gibt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt nichts mehr sehen kann, was mich noch am meisten anbricht. Mein Fresse, ey. Du warst doch nicht gerade lassen am Zaun. So, und jetzt haben wir endlich mal die 50 Meter erreicht. Von Pinguin zu Pinguin sind es 50 Meter. Da muss ich ja auch darüber klar sein, da wo diese Kamera sitzt, also wirklich in der Frontscheibe, da ist auch Schlagende vom LKW. Woher weiß ich, wie schnell die alle vor mir herfahren? Ihr seht das, ich habe es da im Display. Hier zeigt ihr mir die Geschwindigkeit vom Vordermann an. Hier zeigt ihr mir den Abstand zum Vordermann an. Daher weiß ich immer genau, was Phase ist. Die Tankanzeige AdBlue, das ist Harnstoff, das wird für die neueren Abgasnormen benötigt. Das wird in das Abgassystem eingesprüht, das Zeug, und reinigt so die Abgase. Wie genau, müsst ihr selber googeln. Und der Spurhalteassistent gibt mir eine Warnung aus, wenn ich links oder rechts über die Linie fahre. Hört sich so an. Außerdem hält er noch den voreingestellten Abstand zum Vordermann ein. Im Falle eines Falles, also wenn ich auf dem eingeschlafen bin, dann würde er sogar eine Notbremsung einlegen, wenn ich auf dem Stauende drauf zufahre und nicht reagiere. Wie gesagt, der LKW bremst mittlerweile automatisch, weil er ein Abstandsregeltempomat drin hat. Und wenn man sich dann vor so einen LKW setzt, der so ein System drin hat, dann geht der LKW plötzlich in die Eisen, weil er den Abstand einhalten will oder eine Gefahr sieht. Und der Hintermann, der rechnet natürlich auch nicht mit, dass man plötzlich da so eine Bremsung hinlegt, was ein normaler Fahrer nie machen würde, aber der LKW macht es nun mal und das ist gefährlich. Also diese beiden Beispiele mal nur zur Veranschaulichung. Hallöchen, ja, super, ey, fahr weiter. Boah, bei so Manöver bremst mein LKW wieder. Also, einen rüber will ich wohl noch ganz gerne. Ja, danke schön, ja. Fahr weiter! Scheiß hier! Die drängeln sich davor und der scheiß Karren geht rein! Warum ich mich so drüber aufrege, wenn auf dem Beschleunigungsstreifen kein Gas gegeben wird? Weil es gefährlich ist! Auf der rechten Spur fahren die LKW mit 90 und die PKW mit 100, 110, 120, 130. Und dann kommt ein Auto hochgeschlichen mit 50, 60 und versucht auf die Autobahn aufzufahren. Das ist lebensgefährlich! Der erste muss bremsen auf der rechten Spur, wenn der vorne rein will. Der zweite bremst noch stärker, der dritte noch stärker. Bis zum Schluss der letzte den Rückwärtsgang einlegen muss. Das ist saugefährlich. Es muss Gas gegeben werden. Das Ding heißt nicht umsonst Beschleunigungsstreifen. Ich weiß es nicht, was in der Fahrschule beigebracht wurde bei den Leuten. Aber mein Fahrlehrer hat mir gesagt, hallo Matthias, jetzt wird kein Sprit mehr gespart. Dritte Gang, Vollgas und dann rauf auf die Bahn. Oh Leute, wie oft soll das doch passieren hier heute? Mann, das ist der dritte Schleicher innerhalb einer halben Stunde, der hier auf eine Autobahn will und der es nicht schafft, der es nicht gerallert kriegt. Ist wahrscheinlich immer derselbe, oder was? Über verschlungene und geheime Wege ist mir dieses Videomaterial von einem Kollegen zugespielt worden. Hochbrisant. Wir dürfen untereinander keinen Krieg führen. Deine Halsstarrigkeit, dein Weglaufen, die bösen Worte, der Ungehorsam. Zu Hause war das alles nur das sommerliche Spiel eines Kindes. Hier und jetzt, da der Winter vor der Tür steht. Mann! Habt ihr noch mehr Fragen, die ich irgendwann mal in dem Video beantworte? Oder sagt ihr, lass die Scheiße bleiben, das interessiert keine Sau? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wer sich für den Alltag eines LKW-Fahrers interessiert, dem lege ich die Videos von Truck TV Doku ans Herz, hier auf YouTube.
Auf dem Kanal läuft nämlich Paul mit seiner Kamera durch die Gegend und filmt seinen Alltag als LKW-Fahrer. Und hier ist der Link dazu. Ich empfehle es euch. Euch das jetzt mal kurz. Tempomat aus. Och, du musst da noch reinquatzeln jetzt. Hallo Leute, ich zeige euch das jetzt mal kurz. Tempomat aus. Bitte in 3 Kilometern rechts abfahren. Erste Stufe. Drei Gänge runterschalten, weil höhere Bremskraft heißt stärkere Bremsung. Quatsch. Ja, höhere Drehzahl heißt toll. Jetzt geht das hier noch nicht mal. Ficken, ey, echt. Was ist das hier für eine Scheiße hier, echt? Was ist das denn hier für eine beschissene Raststätte hier? Oh, Mann!